entsteht die neue Orgel für die Pfarrkirche Maria Aufnahme in den Himmel in Roth. Seit Jahren wird dort nur auf einem E-Piano gespielt. Die neue Orgel soll etwas Besonderes werden. Ein außergewöhnliches Projekt für die Pfarrei. Auch deshalb ist eine Gruppe aus der Pfarrgemeinde gemeinsam mit Pfarrer Christian Löhr in die Werkstatt des Orgelbauers Claudius Winterhalter in den Schwarzwald gefahren, um sich die Arbeit vor Ort anzuschauen. Dort ist schon viel geschehen. Die ist schon sehr weit. Das, was wir hier alles anfassen, was hier liegt, was hier steht, das ist alles rot. Mit dabei ist auch Martin Bernreuter, Orgelsachverständiger der Diözese Eichstätt. Er nutzt die Gelegenheit, um nochmal genau hinzuschauen. So einfach auf und man sieht, es ist wunderschön gearbeitet. Und es kommt auch noch der Intonateur. Und das sind so Bereiche, die man später nicht mehr so gut sehen kann, wenn die Orgel mal aufgebaut ist. Aus besten Materialien wird die Orgel für Roth hergestellt. Es gibt viele Bereiche im Orgelbau, wo man Leder braucht. Zum Abdichten, zum Dämpfen von Regulierstellen in den Trakturen. Und da gibt es unterschiedliche Qualitäten. Also hier dieses wunderbare Stück, sämisch gegerbtes Leder. Also das ist Fensterleder eigentlich. Aber in der Qualität und so dick kommt es vom Elch. Das ist eine Elch-Lederhaut, die genommen wird, um die Reaktionskräfte der Traktur zu dämpfen. An verschiedenen Stellen ist dann das hochwertige Leder zu sehen. Beste Qualität, das gilt auch für das Holz, aus dem die Orgel gemacht wird. Das ist alles beste Eiche, fein gewachsen. Da gibt es natürlich auch von Orgelbau zu Orgelbau Unterschiede. Also das ist auch eine Geldfrage, ob ich das aus Sperrholz mache oder aus diesem massiven Eichenholz. Man sieht allerdings auch, dass absichtlich an ein paar Stellen eingesetzt ist. Das hat einfach die Bedeutung, ein Brett würde sich verformen und damit es das nicht tut, wird das gegengespannt oder gegenverleimt. In einem anderen Raum der Werkstatt ist schon ein großer Teil der Orgel aufgebaut. Hier bekommen die Besucher schon einen Eindruck, wie ihre Orgel in der Kirche ungefähr aussehen wird. Jedes Instrument, das die Firma Winterhalter herstellt, ist ein einzigartiges Stück, ein Prototyp. Zum einen das Bild, also im doppelten Sinne, das Gesicht der Orgel, das Prospektbild ist ein Bild in Rot. Das gibt es überhaupt nicht. Also das gab es in der gesamten Orgelgeschichte noch nicht, dass man so explizit die Metapher eines Bildes verarbeitet. Und das andere ist, dass wir davon überzeugt sind, dass wir für die relative Größe der Orgel, sie ist ja mit 24 Registern plus einigen wechselwirkenden Registern nicht so groß, dass wir da uns sicher sind, dass wir einen Klang erzeugen können, der viel größer klingt und der also ja, die eigentliche Überraschung sein wird. Nebenan sind bereits die Orgelpfeifen aufgebaut. Hier kann man schon mal die ersten Klänge des Instrumentes hören. Das war rot. Und ich habe festgestellt heute, der Sprung vom Keyboard zu der neuen Orgel in Roth, das ist ein Quantensprung. Mich hat das ja wirklich mal interessiert, wie wird eine Orgel gebaut? Ja? Wer hat die Möglichkeit in seinem Leben einmal so einen Orgelbauer zu fahren? Und deshalb bin ich mitgefahren und ich freue mich riesig auf die neue Orgel. Rund 10.000 Arbeitsstunden stecken in dem wertvollen Instrument. In der Diözese ist es eines der größten Orgelprojekte der letzten 10 Jahre. Ein Grund zur Freude für Pfarrer Christian Löhr. Ich bin sehr beeindruckt und erfreut, dass die Orgel bald nach Roth kommt. Wir haben schon ein bisschen was gehört, hier zum Beispiel, wo die Pfeifen vorbereitet werden. Wir haben draußen den Prospekt gesehen und die ganze Gruppe hat von daher schon so einen gewissen Voreindruck über die Orgel, die jetzt bald zu uns kommt. Und ja, wir sind alle froh gestimmt und freuen uns sehr drauf.